Der besondere Moment war dann nach dem Fasten, weil wo ich das erste Mal gefasten gefahren bin, hat mich meine Familie sehr belächelt und hat das überhaupt nicht verstanden. Und ich bin dann aber nach dieser Woche dermaßen energiegeladen heimgekommen, bin auf dem Berg doppelt so schnell, glaube ich, aufgerannt und wirklich so voller Energie, dass mein Mann dann beim zweiten Mal selber mitgefahren ist, weil er das nicht geglaubt hat. Das war so der Moment. Und einfach, wie man dann auch aus diesen Fastenkrisen wieder gestärkt hervorgeht, die es ja auch gibt. Ne? So kreislaufmäßig am zweiten, dritten Tag einmal, wo es einem nicht so gut geht. Aber ja, dass das auch was Schönes sein kann, wenn es dann doch wieder gut geht.